Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. In der letzten Folge sind wir in den Waldstrand eingedrungen. Und nun kämpfen wir uns hier so nach und nach vor. Wir haben jetzt schon, einen kleinen Teil haben wir mittlerweile erreicht. Es wird wohl noch ein bisschen dauern, bis wir alles gefunden haben. Aber jetzt gucken wir erstmal, was hier in diesem Raum drin steckt. Oh, ein Affe. Mhm. Den können wir ja befreien. Ein Schlüssel. Kein Schlüssel mehr. Oh. 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 Zwischenboss scheinbar. Das ist Leben. Da sind so Explosionsviecher. Ich finde es übrigens gut, dass wir die... Also später werden wir mit den Explosionsviechern... Oh, fuck! Das hat nicht mal wehgetan, lol. Okay. Oh. Ich weiß nicht, ob das das Richtige ist. Zeig dir so freundlich den Weg. Der wollte nur, dass du seine Freunde rettest. Na gut, müssen wir ihm wohl nicht. Müssen wir ihnen wohl irgendwie helfen. Kann man wohl nichts machen. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Okay, wir haben das kleine Viech haben wir besiegt. Wir haben das... Ach so. Jetzt müssen wir da eine Bombe reinwerfen. Ach so, okay. Das kriege ich hin. Oder ich bin dumm. hallo. Gott. Problem gelöst. Puff. Okay. Das war jetzt gar nicht so schlimm. Da muss ich ja gar nicht weinen. Es wird echt noch einige Zeit dauern, bis ich mich an dieses Spiel hier gewöhnt habe. Aber damit haben wir auch schon einen dritten Affen gerettet. Das wird doch langsam gut. Wir erhalten einen kleinen Schlüssel. Das ist doch schön. Dann retten wir ihm halt mal den Affen. Wieso auch immer die ganzen Affen hier eingesperrt sind. Wer das wohl verbrochen hat, man weiß es nicht. Ich meine, wer hat schon was gegen so kleine süßen Affenbabys, ha? Ja, du bist glücklich. Das ist ja schön. So. Ich bin nur das Geld deswegen hier. Du bist Zugabe. Stell dir mal vor, ich bin nur hier, weil ich 2 Rubine haben konnte. Hallo. Er ist ja schon süß. Ja, da sind, wie gesagt, glaube ich, überall nur Herzen drin. Ja. Es sind überall nur Herzen. Das lohnt sich nicht, das alles einzusammeln. Deswegen gehen wir gleich wieder zurück. Retten auch dieses Elflein. Dann haben wir schon 3 Elflein gerettet. Wie viele es wohl insgesamt sind? Wer weiß das schon? Die kriegen wir beide nicht von hier. Ich habe gerade überlegt, ob es möglich ist, eins von diesen Teilen dahin zu werfen. Aber wenn man die Entfernung sieht, ne? Man schafft es mit Mühe und Not gerade so dieses Viech da reinzuwerfen. Dann rennst du nicht noch weiter hier und schmeißt den noch hier hin. Das schaffst du zeitlich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das zeitlich zu schaffen ist. Ich glaube, wir müssen jetzt wieder zurück zum Hauptraum. Glaube ich. Mit etwas Glück geht's doch. Dann gucke ich ganz schön doof. Mittlerweile sind es 3 Äfflein. Seid ihr genug, damit ich
Seid ihr genug, damit wir diesem komischen Affenviech in den Po treten können? Es kann sein, dass es nicht genug sind. Aber ich glaube, es könnten genug sein. Es sind nicht genug. Ha. Okay. Es sind nicht genug. Moment. Muss ich wirklich irgendwie die Bombe da hinkriegen? Das wird ganz schön schwer. Aber okay, ein Versuch ist es wert. Ein Versuch ist es wert. I guess. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Ich kann mir, weil die sind schon ganz schön weit weg. Die sind schon ganz schön weit weg, die Viecher. Also diese Explosionsdinger. Aber es muss eigentlich. Wie war das? Die hier war erreichbar. Ich muss jetzt dich. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das geht nicht. Never. Oh, doch, es geht. Okay. Ich habe nichts gesagt. Okay, es geht. Dann habe ich nichts gesagt. Dann können wir wahrscheinlich hier noch einen Affen retten und dann kommen wir nicht darüber. Da ist er. Das letzte Äfflein. Ich wusste schon vorher, dass man 4 retten kann. Mir war nur nicht bewusst, dass man den 4. auch jetzt schon retten kann. Es sind insgesamt 4, das kann ich euch jetzt schon versprechen. Oh, da ist eine Schatztruhe. So, was haben wir hier? Ein Schlüssel. Oh, den haben wir sogar gebraucht. Lol. Ah, genau, hier gab es diese Viecher. Ich weiß gar nicht mehr, wie man die besiegen konnte. Ich glaube, man musste einfach gucken, dass man nicht auf die draufläuft. Aber man muss einfach gucken, dass er nicht auf die drauf läuft. Achso, und jetzt muss ich hier irgendwo einen Schalter aktivieren, dass ich da überhaupt hochkomme. Also, okay. Achso, okay, verstehe ich. Verstehe ich. Das Rätsel habe ich verstanden. Okay. So. Genau. Also ich denke mal, es ist schon klar, wenn man hingeht und die Viecher berührt, dann sind die natürlich nicht so glücklich darüber. Ich weiß by the way nicht, wo die Viecher sind. Aber sie haben mir auch nicht wehgetan. Dann retten wir mal das Äfflein und dann haben wir 4 Affen gerettet. Das ist doch schön. Die Truhe können wir jetzt noch nicht erhalten, weil wir dazu ja das Feuer... Wow, 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 wow! Ach stimmt, ich glaube man müsste... Wie kann ich dieses Viech erwischen? Ich weiß nicht, wieso es jetzt funktioniert hat, aber ich habe keinen Schaden genommen, das Viech ist tot. Glücklicher kann man doch gar nicht sein. Okay. Das ist der 4. Affe, den wir gerettet haben. Damit sind alle Freunde tot. Frei. Oh, nice. Mehr Money. Und ein Leben. Das ist auch akzeptabel.
ganz rechts konnte man drüber, genau, so war es gewesen. Okay, ich glaube, hier konnte man nur links hoch. Ah, nee, man kann auf beiden Seiten hoch. Na, nehmen wir doch die andere Seite, oder? Bisschen mehr Cash. Wir können ja nur 300 Rubine in unsere Geldbörse füllen. Also von daher. Dann gehen wir mal den ganzen Weg zurück. Mir war das echt nicht bewusst, dass man hier auch ohne das Dungeon-Item reinkommt. Mit dem Dungeon-Item wird es ganz einfach. So, dann gehen wir mal raus. Und dann haben wir 4 Affen versammelt. Das ist doch schön. Da sind die bestimmt glücklich, wenn die sich alle wiedersehen. 4 Äfflein. Da, siehst du schon. Jetzt hat man die Cutscene aktiviert. Jetzt wollen sie gerne einem besonders helfen. Weil jetzt wissen sie, dass man da etwas tun kann. Ja, ja, schon okay. Kommt mit, ihr Kleinen. Oh Gott. Oh Gott. Ich muss das jetzt 4-mal in Folge machen, ohne runterzufallen. Holy fucking shit. Das wird schlimm. Ich möchte nur mal darauf hinweisen, dass ich nie Probleme hatte im Original. Es kann sein, dass das der Delay der Capture Card ist. Weil dadurch, dass halt das Signal erst durch eine Capture Card läuft, um es aufzuzeichnen, wird das ein kleines bisschen verzögert. Die Verzögerung ist... Sie ist merkbar, wenn man zum Beispiel, den Fernseher laufen... Also... Wenn ich zum Beispiel Splatoon aufnehme oder so und ich habe irgendwie ein Programm zum Streamen laufen, dann tut das den Sound auch ausgeben. Und dann habe ich nebenbei den Fernseher am Laufen, ne, und der gibt dann auch Sound aus. Da merkt... Holy fucking shit, wie das Seil sich im Wind... Das ist ja cool. Geiles Detail. Man merkt den Unterschied. I did it. Nice. So, jetzt folgen mir die Äfflein nicht mehr, weil die wissen ganz genau, was mich jetzt erwartet. Lasst euch gesagt sein, ist nicht so schön. Ist nicht so schön, es erwartet uns einer der weirdesten Fights, die es in dem Game gibt. Aber wir sind gewappnet, wir haben das Heldengewand, wir können nur gewinnen. Was ein Affe, ey. Ah. Tja, kleines Arschloch. Ich find's lustig, dass man seinen Poppes verhauen muss. Also, was man tun muss, ist im Endeffekt... Er springt jetzt hier von... Oh, fuck. Okay, das funktioniert jetzt nicht mehr. Da war ich leider zu spät. Ach, scheiße. Ah. Erstmal den Boss versohlen. Sorry, du blöde hässliche Pflanze, bist nur halb so wichtig. Hallo! Wie kriege ich das Viech raus? Hallo? Oh, ist das nervig. Naja, der Boss ist wichtiger. Erst den Boss killen, dann die unwichtige Pflanze, die nichts zu bedeuten hat. Du kannst mich am Arsch lecken, du hässliches Kackviech. Was? Wo kommst du denn jetzt her? Ich sehe ihn nicht.
Hallo, guck ihn an. Oh, ich war zu langsam. Ach, wenn Link. Okay. 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 Ich bin die Fee des Windes, die in diesem Bumerang lebt. Dank dir wurde ich von den bösen Mächten befreit und konnte meine wahren Kräfte wiedererlangen. Bitte verwende diesen Bumerang, ihm wohnt all meine Kraft inne. Wenn du die Kraft in diesem Bumerang sammelst, bevor du ihn wirfst, erreicht er sicher sein Ziel und wird dir sicherlich sehr nützlich sein. Tja, da haben wir unser erstes Item, den Bumerang, den Sturmbumerang, um genau zu sein. Halte einen Knopf gedrückt, um den Geist des Sturms zu wecken. Bestimme von mehrere Ziele mit Hilfe von R. Ja. Kann ich bitte einfach reden? Na, zumindest sind die Affen jetzt glücklich. Also gut, dann suchen wir jetzt weiter. Du hast ja nettes neues Spielzeug und wir haben noch nicht alles gesehen. Also, es wurde uns schon so angedeutet, der Affe wurde nur benutzt. Und ich bin zu blöd, einen Topf zu treffen. Okay. Gut, jetzt wollen wir hier wieder raus und ist ein bisschen schwierig, weil irgendwie hier so der Ausgang ist zu und so der Rest, ne? Ja, schwierig. Lustigerweise gab es in Ocarina of Time so eine Stelle, wo ich das nie gecheckt habe. Das ist nicht, was ich wollte. Ja, alles gut. Lampe brauche ich eh nicht mehr. Man kann jetzt den machen und dann kriegt man immer, wenn man was anvisieren kann, kriegt man diesen Hinweis hier. Ich kann zum Beispiel auch den machen. 5 Ziele gehen, glaube ich, gleichzeitig. Ich kann beide Lampen ausmachen und hier dieses Ding hier aktivieren, was mir den Weg nach draußen wieder ermöglicht. What? Was? Muss man das so oft machen? Okay, 3-mal reicht. Ja, von mir aus. Dass man auch wirklich checkt, was man hier überhaupt machen muss. Okay, habe ich gecheckt. So, ich muss sagen, dieser Affe ist mit einer der nervigeren Bossfights gewesen. Ich konnte mich noch sehr gut an den erinnern. Ich finde den sehr nervig. Okay, ich glaube, die Affen selber sind jetzt weg. Weil warum sollen die sich auch für unser Schicksal interessieren? Ist denen doch scheißegal. Ja, wie man sieht, die interessieren sich einen Scheißdreck für uns. Zum Freunde retten waren wir gut, aber für alles andere... Können wir doch alleine machen. Das ist doch lächerlich. So. Wie kommt man jetzt durch? Easy. Man kann auch... So. Da ist noch ein Affe. Wie habt ihr das denn geschafft? Seid ihr der gleiche nochmal? How the heck hast du es geschafft, jetzt schon gefangen zu sein? Keine Ahnung, wer das ist. Aber wir retten einfach mal alle Affen. Wir sind ja hier eh der nette Kerl von nebenan. Weil was sollen wir auch sonst machen? Warum gehst du denn diesen Weg? Ja, whatever. Er wird schon wissen, was er tut. Hey, ich fürchte, da sind noch mehr Affen gefangen. Dann sollten wir sie wohl alle retten und uns hinterher entsprechend belohnen lassen. Ja, von mir aus. Oh, ich hatte den Bogen aktiv, deswegen konnte ich mich... Ich kann das Herz nicht quetschen.
Ich habe das Herz gerettet. Ich habe das Herz nicht gerettet. Es sah so aus, als hätte ich es gerettet, aber ich habe es nicht gerettet. Ha, schade. Okay, ich wollte eigentlich anvisieren, aber irgendwie hat es den R-Knopf nicht akzeptiert. Weird, aber okay. Gut. Gehen wir hier mal zurück. Was wir nämlich auch machen können. Wir können den jetzt überall hinknallen. Hier ist aber gar nichts zum Anvisieren. Okay, wo waren das jetzt gewesen, wo ich gesagt habe, wir können hier nicht weiter? Das war da hinten. Hier war das gewesen, genau. Hier war das gewesen. Hier können wir nämlich jetzt das eine Teil, das wir gerade nicht holen konnten, das können wir uns jetzt hier holen. Achso, und was wir auch machen können. Was? Ich hab dich doch gerade rausgeholt. Hä? Was ist das denn für ein Bullshit? Was war das jetzt, Link? Mit welchem Command genau kann man denn bitte einen Vorwärtssalto triggern? Nein, nicht der. Ach du Jemine, wie der sich anstellt, der Link. Okay, der ist gleich tot. Das ist schön. So, mit dir habe ich noch eine Rechnung offen. Okay, du bist auch gleich tot. Also so kann man die Viecher hier halt fertig machen. Das müssten sie jetzt, glaube ich, auch alle gewesen sein. Hoffe ich mal. Aber ansonsten, dich habe ich auch ausgemacht. Wenn, dann machen wir das ganze Ding einmal weg. Und dann ist hier nicht eine geheime Schatztruhe. Die wollen wir uns mal kurz snacken. Ich weiß gar nicht, was hier drin ist. Ein weiteres... Was? Warum sind denn hier Herzteile in diesen Dungeons versteckt? Das gibt's doch gar nicht. Das kommt jetzt echt überraschend für mich, weil in anderen Zeldas ist das nicht so, dass du Herzteile in Dungeons hast. Das würde natürlich erklären, warum es überall 5 gibt. Da hinten ist eine Lampe. Bevor ich hier jetzt irgendwas mache, will ich wissen, was passiert, wenn ich diese Lampe ausmache. Kann ich diese Lampe ausmachen? Ja, kann ich. Ah, okay, die brennt einfach wieder. Na gut, von mir aus. Wenn das so ist, dann haben wir diesen Raum hier auf jeden Fall erforscht. Erfunden haben wir ihn nicht, aber erforscht haben wir ihn. Dann holen wir uns jetzt als nächstes den Kompass. Ich bin mir echt ziemlich sicher zu wissen, wo der ist. Oh, die sind wieder am Leben. Die sind wieder am Leben. Ich glaube, wir waren oft genug nicht mehr in diesem Raum hier. Okay. Gut. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube. Okay. Brauche ein bisschen Abstand. Wir holen uns noch diese Kiste in diesem Part. Da soll es dann gewesen sein. Oh, das sind Krüge. Okay, ja, dann kann ich die hier runterholen. Ist ja nur ein bisschen Geld. Ich glaube, hier ist der Kompass drin. Glaube schon. Ja. Okay. Wir erhalten den Kompass. Er zeigt uns, wo wir die Schätze in diesem Dungeon finden. Sieh auf dem Kartenbildschirm nach, wenn du die Schätze suchen willst.
Ich schätze, das Ding könnte uns echt nützlich sein. Damit kann man vielleicht herausfinden, wo die gefangenen Affen sind. Ach, sogar die Affen werden uns angezeigt. Was? Ich hab ernsthaft eine Kiste übersehen in dem Raum. Ah, das ist jetzt blöd. Aha. Hier ist noch eine. Aha. Ich ahne auch, wo sie ist. Sie ist bestimmt da unten drin, hä? Bestimmt. Bestimmt. Okay, das soll uns aber jetzt nicht mehr mal stören. 25 Minuten ist eine gute Partlänge. Wir werden uns jetzt hinstellen und werden jetzt diesen Part hier beenden. Und im nächsten Part... Ja, es könnte knapp werden mit dem Boss. Wenn wir wirklich diesen Dungeon hier gleich fertig machen, dass der fertig ist, könnte es knapp werden mit dem Boss. Anyways, falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.